Herzlich willkommen an alle, die sich jetzt hier in ihren ersten Slot heute zu unserem Netzwerktreffen eingewählt haben. Mein Name ist Katrin Großheim, ich bin vom RKW aus dem Team Chefsachen und begrüße jetzt auch nochmal herzlich zu unserem Netzwerktreffen, das wir heute sozusagen von zu Hause aus stattfinden lassen müssen, dürfen. Das kann man jetzt schauen, wie rum man das betrachtet. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich und natürlich vor allem den Herrn Rodig von den Strukturmanagementpartnern, der uns jetzt etwas erzählen wird darüber, ja, wie denn in diesen unsicheren Zeiten, was ja die große Überschrift über unser Treffen ist, welche Rolle die Digitalisierung da spielen kann und darf und soll. Ich bin sehr gespannt und damit übergebe ich auch direkt an Sie, Herr Rodig. Wir haben ja nur 45 Minuten, sodass Sie Ihre Zeit voll ausschöpfen können. Lieben Dank für die nette Einladung, Frau Großheim, und ganz herzliches Hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute virtuell bei Ihnen zu sein und einige Gedanken und Erfahrungen mit Ihnen zu teilen zu ja, einem der meines Erachtens auch wichtigsten Themen für den zukünftigen Wohlstand in unserem Land. Denn aus meiner Sicht verschenken wir in Deutschland unglaublich viel Potenzial, was die Digitalisierung angeht, und wir können es deutlich besser. Ja. Auf der einen Seite passiert ja unglaublich viel, ja, Start-up-Wettbewerbe, es gibt Hackathons, Digitaleinheiten, Innovationslabore, Startups gekauft und Ähnliches. Ne? Und ja, Sie kennen das, super PR, große Show. Auf der anderen Seite landet Deutschland trotzdem bei allen Digital-Rankings immer weit hinten. Und ja, SAP, 1972 gegründet, ist unser einziges wirklich großes Digitalunternehmen von Weltruhm. Ne? Würde man doch eigentlich von einer ja, der noch führenden Wirtschaftsnation ein bisschen anders erwarten, oder? Ja, also aktuell noch viel Digitaltheater und wenig digitale Performance. Und jetzt schauen wir mal, wie wir uns in den nächsten 40 Minuten da der Maxime, die hier auf dem Titelblatt steht, ein bisschen annähern und was es alles mit Corona zu tun hat. Schließlich wollen wir unseren Kindern und Enkeln ja nicht in 20 Jahren erklären, warum Deutschland zum Entwicklungsland abgestiegen ist. Eine kurze Ergänzung noch, wenn Sie inhaltliche Fragen haben, liebe Teilnehmer, können Sie die in den Chat schreiben. Da hat Herr Rodig am Ende einen Slot vorgesehen, wo er die auch beantworten kann. Absolut. Und bevor wir starten, vielleicht noch, damit Sie mich einordnen können, ein paar Eckpunkte zu mir und ja auch ein Bild aus früheren Zeiten, wo es noch Konferenzen gab, so richtige. Ja. Bin 41 Jahre jung, bin seit Anfang des Jahres bei Strukturmanagementpartner, war davor 8 Jahre CEO eines von mir gegründeten Tech-Startups, stetig gewachsen, ist mittlerweile mittelständischer IoT-Industrie 4.0-Dienstleister mit Kunden wie Viessmann, wo wir Smart Home gemacht haben, oder Vorwerk, wo wir den Thermomix mitgeholfen haben zu vernetzen, aber insbesondere auch viel Maschinenanlagenbau wie Trumpf, KUKA und sehr, sehr viele Mittelständler. Die Branche ja, Maschinenanlagenbau liegt mir auch besonders am Herzen. Vorher war ich unter anderem Interim CEO der Desert Tech Industrieinitiative und habe davor sogar die ersten 4 Jahre meiner Berufszeit nur ein paar Meter entfernt vom RKW verbracht. Bin ansonsten noch Lehrbeauftragter für, ja, was mit Internet, wie man heutzutage so schön sagt. Bin in der Jury vom Bayerischen Businessplanwettbewerb. Sehe da auch relativ viele spannende Startups immer jedes Jahr. Und was mir sonst noch am Herzen liegt, ist die Plattform Industrie 4.0 vom BMWI, ja, wo wir momentan auch an vielen spannenden Themen arbeiten, unter anderem an dem Thema Erfolgsfaktoren, digitale Ökosysteme. Da gibt es zur nächsten Hannover Messe eine Publikation von uns. Genau, ich denke, das reicht, dass Sie mich grob einordnen können. Also nicht nur PowerPoint, sondern ich bin sehr, sehr, sehr umsetzungsorientiert und pragmatisch. Und das ist eigentlich auch schon die Brücke zu uns als Strukturmanagement-Partner. Was tun wir? Vielleicht kennen uns ja einige von Ihnen schon. Wir sind eine Beratungsboutique, ja, die schönerweise, wie Sie da unten rechts sehen, regelmäßig Ranking-Spitzenplätze bekommt als Hidden Champion in Consulting, unter anderem dieses Jahr als beste Beratung des Jahres, kürzlich im Manager-Magazin. Und ich glaube, ohne jetzt lang in die Tiefe zu gehen, ich glaube, der eine entscheidende Aspekt, der uns ganz entscheidend wirklich von allen anderen unterscheidet, ist, dass wir unsere Management-Philosophie rein auf die Weiterempfehlungsrate ausgelegt haben. Das heißt, es geht nicht um Umsatz oder Profitabilität, wenn wir uns intern auch im Partnerkreis unterhalten, sondern es geht rein um die Weiterempfehlungsrate, die bei, wie Sie sehen, bei 98% sind wir sehr stolz drauf, liegt. Und ja, wir sind fokussiert auf kritische Umbruchssituationen. Das sind einerseits klassische ja, Finanzierungssituationen, Turnaround-Situationen, wie wir sie natürlich durch Corona jetzt auch immer mehr sehen.
Andererseits natürlich immer stärker auch das Thema Digitalisierung. Einerseits als wesentliche Krisenursache und andererseits auch eben als ganz wichtiger Schlüssel zur Bewältigung von Unternehmenskrisen und zur Vermeidung. Und ja, VUCA-Welt ist ja heute auch so ein bisschen der Rahmen, ja, und das exponentielle technologische Wachstum, was ein ganz wichtiger Treiber ist. Und damit steckt gewissermaßen auch jedes Unternehmen in einer latenten strategischen Krise. Und ja, von daher sind wir mit diesen Umbruchssituationen mehr als gut ausgelastet. Kommen wir mal so ein bisschen zum großen Kontext über das, was wir heute sprechen. Ja. Erstmal digitale Transformation, riesiger und vager Begriff. Ja. Müssen wir erstmal klären, was ist das eigentlich und von was reden wir eigentlich? Um mal ein bisschen die Größenordnung abschätzen zu können, letztes Jahr wurden weltweit 1,2 Billionen, ja, man denkt, das ist irgendwie falsch übersetzt aus dem Englischen von Billion, aber es sind tatsächlich Billionen Euro in digitale Technologien weltweit investiert. Das ist also etwa so die Größe des Bruttoinlandsprodukts von Mexiko. Ja. Und bis 2022 sollen die Hälfte aller Technologieausgaben weltweit in die Digitalisierung fließen. Also enorme Summen, von denen wir hier sprechen. Es wird von dem einen oder anderen ja immer noch so ein bisschen als, naja, es gibt sich wieder dieser Trend oder naja, so richtig relevant ist es nicht. Aber faktisch, was wir hier sehen, ist ja wirklich eine tektonische Verschiebung der gesamten Wirtschaftskraft hin zu digitalen Themen. Ne? Und ja, das Thema Digitalisierungstheater, wir hatten schon viel Show, wenig Performance, ist tatsächlich auch in Studien gemessen. Ja? Also nur 70% oder nur 30% der Digitalisierungsprojekte erreichen ihre Ziele. Das heißt, wenn man es mal ausrechnet, 840 Milliarden werden jedes Jahr investiert und dabei nicht die Ziele erreicht. Und darum geht es ja heute eben auch. Ne? Und ja, diese tektonischen Verschiebungen, von denen ich gerade schon gesprochen habe, die sieht man auch, wenn man sich mal anschaut, wo wird denn wirtschaftliche Zukunft gehandelt? Nicht so weit weg von RKW an der Börse. Und wenn man sich das mal anguckt, ist das Bild ja sehr, sehr klar. Ne? Sie kennen vielleicht diesen Plattform-Index. Da sind so Unternehmen wie Amazon oder die Google-Mutter Alphabet drin oder Alibaba, Facebook und so weiter. Und dieser Plattform-Index wurde Mitte 2016 gestartet. Und wenn man sich das mal anguckt, naja, dann sind die Unterschiede schon sehr, sehr deutlich. Und wo die Börse so die Zukunft sieht, auch abgesehen mal von kurzfristigen Über- und Untertreibungen. Ja. Also sozusagen die klassischen Indizes deutlich, deutlich abgeschlagen. Und Nasdaq ist ja auch der US-Technologieindex, deutliche Plus, auch jetzt schon seit Jahresanfang wieder. Und der Plattformindex, also Plattformgeschäftsmodelle, das, was wir in Deutschland eigentlich noch nicht wirklich haben, das ist eigentlich das Thema der Zukunft aus Sicht der Börse. Ja. Kann man auch nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten, wie viel ist Apple wert an der Börse und wie viel sind alle deutschen Aktiengesellschaften wert? Alle, ja, alle ist das wesentliche Wort hier. Und da sieht man, auch wenn das Bild jetzt schon gerade ein paar Tage wieder alt ist und sich die letzten Tage Apple wieder ein bisschen nach unten bewegt hat, aber im Kern geht es ja tatsächlich darum, eigentlich ist Apple fast so viel wert wie alle deutschen Aktiengesellschaften zusammen. Und ja, das sagt einiges über die Zukunftsfähigkeit unserer Volkswirtschaft aus. Und was wir haben, Autos, ich glaube, da brauchen wir momentan nicht drüber sprechen, das kann man jeden Tag in der Tagespresse lesen, die ganzen Diskussionen um die Zukunftstrends und wie wir dazu dastehen. Nächste große Industriebranche, also die zweitgrößte Industriebranche nach Umsatz und nach Exportvolumen und die größte nach Beschäftigtenzahlen ist der Maschinenbau. Sehr, sehr stark mittelständisch geprägt. Und auch mit sehr vielen Problemen, also die letzten Jahre auch schon ins Stottern geraten, da kommen wir dann auch noch zu. Aber bleiben wir kurz bei den Autos. Apropos, ja, vielleicht gibt es ja doch einen Hoffnungsschimmer. Schauen wir mal zurück in die 80er, in die 70er, da war die Lage schon mal aussichtslos, nämlich tatsächlich für die westlichen Autobauer. Die waren alle total verzweifelt und haben alle nach Japan geschaut. Ne? Und zu dieser Zeit hat Japan in rasanter Geschwindigkeit und mit enormen Qualitäts- und Produktivitätsvorsprüngen den Weltmarkt erobert mit seinen Autos. 1980 sogar die USA als das mit Ford sozusagen als die Wiege der Automobilproduktion der Industriellen, ne, abgelöst als Nummer eins. Also 1980 hat Japan am meisten Autos in der Welt verkauft und irgendwie waren die einfach günstiger, qualitativ viel besser und zuverlässiger. Und es hat viele, viele Jahre gedauert,
dass die Autobauer irgendwie verstanden haben, warum ist es eigentlich so? Ne? Und zwischenzeitlich haben Länder wie Italien, Großbritannien, Frankreich oder die USA tatsächlich strikte Einfuhrbeschränkungen erlassen müssen oder eben freiwillige Zusagen von den Japanern gefordert, damit die ja ihre lokalen Produzenten schützen konnten. Also so weit ist es tatsächlich schon gekommen. Und ja, lange hatte eben keiner eine Erklärung, warum sind die so gut? Warum sind die günstiger und auch noch viel zuverlässiger, diese Autos? Und hat viele Jahre gedauert, bis man irgendwann auf diesen schönen Satz kam, the problem is a people problem rather than an investment problem. Ja. Also es ging um die spezifische japanische Arbeits- und Produktionsweise, die den Unterschied machte. Und ja, heutzutage ist das alles als Lean Production bekannt und hat dann eben auch seine Wellen, dieses Know-how wieder zurück in die westliche Welt gefunden und der anderen Automobilbau haben sich angepasst und ja auch wieder Erfolgsgeschichten geschrieben. Und ja, die große Frage ist, wann kommt jetzt dieser Lean-Moment für die deutsche Digitalisierung? Bringt uns direkt zum nächsten Kapitel. Was ist die neue Normalität, in der wir uns jetzt bewegen und was bedeutet das für die Digitalisierung? Ich glaube, das Offensichtlichste, was wir heute alle sehen und weshalb wir uns ja heute auch virtuell zusammenfinden, ist natürlich das Thema Online-Kollaboration. Hat seine großen Vorteile. Ja, wir sparen Reisezeit, wir beschleunigen unsere Kommunikation und auch Entscheidungen. Wir haben weniger Kosten dadurch. Und es bringt natürlich auch besondere Herausforderungen mit sich. Ja. Ist ja grundsätzlich ganz schön, wenn sich Arbeit und Privates so toll verbinden lassen, aber muss man sich eben erstmal reinfinden. Und neben dieser Online-Zusammenarbeit per Videokonferenzen gibt es natürlich ganz viele tolle Tools für Whiteboards, die man online gemeinsam bekleben kann. Es gibt großartige Live-Umfragen, ne, über QR-Codes, die man einbinden kann. Das habe ich heute jetzt einfach mal aufgrund der Kürze der Zeit nicht gemacht, um es nicht unnötig kompliziert hier zu machen. Aber wo Sie einfach einen QR-Code auf Ihre Folien bringen, dann kann man das mit dem Handy einscannen und sofort antworten, ohne da irgendwas runterzuladen. Also vereinfacht auch das Leben für uns als Berater sehr schön. Man kann sehr viel mit den Kunden remote zusammenarbeiten. Und neben all dieser Online-Zusammenarbeit ist natürlich auch das Thema E-Commerce, Sie haben es sicherlich verfolgt, nochmal stark beschleunigt worden. Also das E-Commerce-Wachstum hat sich verdoppelt und man nimmt eben an, dass es kein einmaliges Erlebnis war, dass man jetzt ein bisschen mehr E-Commerce und bald wird wieder alles normal, sondern dass sich das einfach die meisten Leute, die sich daran gewöhnt haben, auch zukünftig stärker online einkaufen und natürlich auch die ganze Digitalbranche insgesamt, also die ganzen Cloud-Anbieter, Software-Anbieter, da hatte neulich der Eco-Internet-Verband auch eine Studie rausgebracht und gesagt, naja, wir erwarten einen kleinen Dip dieses Jahr und die nächsten Jahre wieder starkes Wachstum, also auch deutlich besser als die Gesamtwirtschaft. Und wenn man sich mal die gesamten ökonomischen Rahmenbedingungen anschaut und aus all diesen Dingen, die da auch momentan ja in der Presse lang und breit diskutiert werden, mal die wichtigsten raussucht, dann sind es aus meiner Sicht drei Dinge, die entscheidend sind. Ja. Zum einen, in den meisten Branchen, die jetzt nicht so digital getrieben sind, wird es langfristige Umsatzeinbrüche geben. Einerseits durch die direkten Effekte vom Lockdown, die man jetzt noch verarbeiten muss. Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten. Und auch die ganzen indirekten Effekte. Also mehr Kurzarbeit, mehr Arbeitslosigkeit, Investitionszurückhaltung auf der B2B-Seite. All das führt ja in vielen Branchen dazu, dass es erst in den nächsten 3-4 Jahren sich wieder normalisiert. Ja. Dann ein sehr, sehr großes Problem ist die unproduktive Verschuldung. Das heißt, viele Unternehmen haben jetzt sehr, sehr viel Schulden an Bord genommen, einfach nur, um ihre Verluste auszugleichen und den operativen Betrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, sie ist unproduktiv, sie hat nicht in zukünftige Ertragspotenziale investiert. Und das heißt halt, in Zukunft muss man Zinsen zahlen, man muss es tilgen und man wird damit einfach einen geringeren Investitionsspielraum haben. Und der dritte Aspekt, den man jetzt ja sehr stark sieht und der auch viel diskutiert wird, der aus meiner Sicht ganz wesentlich ist, dass in vielen Branchen jetzt fieberhaft überlegt wird, wie können wir unsere Supply Chains resilienter machen. Da werden also redundante Lieferantenbeziehungen aufgebaut, Produktionskapazitäten werden zurückverlegt und, was auch alles Kosten steigert. Also wir sehen in Summe weniger Umsatz und höhere Kosten, heißt, wir können eigentlich weniger investieren. Ja. Und wenn man sich anschaut, bei all der Begeisterung, dass man jetzt sagt, die Digitalisierung bekommt einen riesigen Anschub durch Corona, ist es natürlich nur die halbe Wahrheit. Weil einerseits, ja, man nutzt mehr digitale Online-Tools und Ähnliches, man kann online Klebezettel kleben und solche Dinge, super. Aber war es das, was uns vorher in Deutschland davon abgehalten hat, digitaler Spitzenreiter zu sein? Sicherlich nicht, ja, sondern es war eigentlich die Investitionsbereitschaft und der unternehmerische Mut, in wirklich neue
Services, neue Geschäftsmodelle zu gehen und ja wirklich mit einem sehr, sehr langfristigen Perspektive daran zu gehen. Aber jetzt verschiebt sich momentan natürlich die Perspektive von den meisten Unternehmen sehr, sehr stark auf die kurze Sicht und die Budgets werden viel kleiner. Das heißt, das Risiko, wenn man es nicht richtig macht, ist, dass wir digital noch weiter abgehängt werden durch Corona. Bei aller Begeisterung dafür, dass wir jetzt tolle Tools nutzen, alle, ja, die meistens auch noch amerikanisch sind. Wenn man es mal runterbricht für Unternehmen, was heißt das jetzt konkret, wenn Sie sagen, was heißt das für mich, dann gibt es aus unserer Sicht drei wesentliche Situationen, die man sich anschauen muss. Die erste, da geht es ums kurzfristige Überleben. Ja, gerade in vielen Branchen, im Handel sieht man das momentan sehr, sehr stark, aber auch in einigen anderen Branchen. Wir nennen es Cash is King, ist da die Maxime. Ja. Das heißt, da kann man auch, was den digitalen Werkzeugkasten angeht, in der Regel ja nicht viel machen, sondern man sieht, das zeigen ja momentan auch die ganzen Studien, auch unsere Erfahrung, dass da eben alle sehr stark in die Zukunft gerichteten Investitionsprogramme digital, dass die dann sehr stark eingedampft werden. Und ja, im Wesentlichen, was man tun kann, ein wesentlicher Hebel ist dann Abverkauf in vielen Branchen über Online-Marktplätze. Also wenn Sie Bürostühle herstellen oder Fahrräder oder Ähnliches und vorher ihre Vertriebskanäle sehr stark auf traditionelle Channels ausgerichtet haben, dann kann man, wenn man das richtig anstellt, innerhalb von 2 bis 3 Wochen sehr viel Liquidität freisetzen, wenn man ein großes Lager hat, indem man einen von diesen 470 oder über 470 Marktplätzen oder auf mehreren das richtig aufsetzt. Das Fulfillment kann man auch klären. Also wenn Sie nicht gewohnt sind, B2C-Geschäft zu machen, dann können Sie sozusagen da für alles Dienstleister sich einsetzen und das kostet in Summe dann noch gar nicht so viel Marge. Und wenn Sie das richtig machen, schaffen Sie, ohne eben die Preise und die Marke zu beschädigen oder Ihre bisherigen Händler zu verkretzen, eben wirklich einen ordentlichen Liquiditätsschub und haben dabei auch nur variable Kosten. Ne? Man kann das tun, aber natürlich, wenn es ums kurzfristige Überleben geht, gibt es in dem digitalen Werkzeugkasten eben nur beschränkte Möglichkeiten. Deutlich besser ist es schon, wenn Ihr unternehmerischer Handlungsspielraum ein bisschen größer ist. Das ist eine Situation, in der momentan ja aus unserer Sicht ein Großteil der Unternehmen sich befindet. Da geht es um Payback, ne? Also kurze Amortisationsdauern und Sicherheit. Und insbesondere das Thema Effizienzsteigerung und Resilienzsteigerung. Ja. Und auch die Frage, wie kann ich jetzt mein Online-Marketing und mein E-Commerce stärker ausbauen, vielleicht auch im B2B sehen wir da sehr viele Beispiele und sehr viele erfolgreiche Beispiele, um meinen Absatz eben zu sichern, aber auch zu steigern. Und den einen oder anderen Analytics- oder Big-Data-Use-Case kann man da ebenfalls nutzen. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie von Unternehmen, die selbst im Maschinenanlagenbau gibt es die, ne? Also zum Beispiel die Maschinenbauer, die für die Pharmaindustrie produzieren, die merken halt diesen Knick nicht so stark. Oder es sind Familienunternehmen, was wir sehr viel sehen, die einfach sehr, sehr langfristig und dynastisch planen und denken und dementsprechend auch sehr vorsichtig budgetieren und nicht einfach alle Gewinne jedes Jahr immer ausschütten, wenn es gut läuft, sondern die auch wissen, Resilienz bedeutet, insbesondere auch in guten Jahren für die schlechten vorzusorgen und die jetzt einfach dieses Geld investieren und sagen, wie können wir uns jetzt eigentlich wirklich einen großen digitalen Vorsprung erarbeiten? Ja, Dinge, die jetzt vor einem Jahr gar nicht möglich gewesen wären, weil alle Unternehmen massiv in diesen Bereich investiert haben, aber plötzlich bremsen eben ganz, ganz viel oder müssen bremsen. Und da gibt es natürlich tolle Möglichkeiten jetzt, sehr, sehr gezielt sich seine Teams auszubauen, sich spannende Technologien zu kaufen von Startups, die vielleicht keine Anschlussfinanzierung bekommen, aber technologisch total interessante Dinge gemacht haben, nur die eben noch nicht genug Traction, wie man so schön sagt, am Markt haben, dass sie sich selber finanzieren können. Und die Investoren werden vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender. Und da kann man natürlich als Unternehmen, wenn man da den Markt kennt und eine Technologielandkarte hat, weiß, was ist für mich in Zukunft relevant. Da kann man natürlich wunderbar sich jetzt die relevanten Dinge einsammeln und ein schönes Portfolio an Technologien und auch klasse Teams einsammeln, die man vielleicht vor einem Jahr gar nicht bekommen oder hätte oder nicht bezahlen hätte können. Ja. Insbesondere jetzt auch der Fokus auf das Thema Ökosysteme, auf neue Geschäftsmodelle, also da jetzt wirklich rein investieren zu können. Da kann man natürlich, wenn viele in der Branche momentan kämpfen, kann man natürlich da sich jetzt einfach einen Vorsprung erarbeiten, der vergleichbar ist vielleicht mit dem, was die amerikanischen Tech-Player alle gemacht haben die letzten Jahre, wahnsinnig weit investiert, wahnsinnig viel investiert, jetzt einen großen Vorsprung. Und ja, da kann man also sehr spannende Dinge tun. Und ja, die große Frage ist immer, in welcher Situation ist man eigentlich selbst als Unternehmen?
Und hat man da ein realistisches Bild für die Ausgangssituation und kennt man eigentlich seinen digitalen Werkzeugkasten, ne, was alles möglich ist. Und ja, wie man das idealerweise und aus meiner Erfahrung jetzt aus über 10 Jahren, insbesondere im Mittelstand angeht, da ja, würde ich Sie jetzt mal mit einigen Gedanken und Anregungen mitnehmen auf den nächsten Seiten. Aus unserer Sicht, und ja, das ist tatsächlich auch meine Erfahrung, ist einer der wesentlichen Gründe für Digitalisierungstheater, ja, dass in den Unternehmen einfach sehr, sehr wenig Kompetenz vorherrscht. Das heißt, irgendwie muss man jetzt was für digital machen, weil es der Aufsichtsrat sagt oder die Gesellschafter oder die Aktionäre oder irgendwie der CEO im Unternehmen irgendwas gelesen hat, dass digital jetzt wichtig ist und da muss man irgendwie schnell was machen. Ne? Und schnell ist ja eigentlich eins der Grundprobleme, dass man mit Aktionismus versucht, irgendwie dem Wettbewerber, der gerade was auf der Messe gezeigt hat, was Digitales, irgendwie schnell was da entgegenzusetzen. Und dann wird das Thema an irgendjemanden delegiert, der keine Ahnung hat, aber auch schnell was zeigen muss. Ja? Und dann kommt es eben zu diesem Digitaltheater, macht man schnell einen Hackathon, macht man dies und das, aber es passiert eigentlich tatsächlich kein grundlegender Wandel. Das heißt, aus unserer Sicht sind 5 Ebenen relevant, um diesen grundlegenden Wandel und einen erfolgreichen Wandel im Unternehmen hinzubekommen. Als erstes Mal muss ich mir überhaupt über meine Ausgangssituation klar sein. Ja? Wirklich ganz schonungslos anschauen, was sind meine Chancen, Stärken, Schwächen und Risiken meiner Situation, was sind die Assets, die ich habe, auf denen ich aufbauen kann und was sind eigentlich die Möglichkeiten. Ja? Wir nennen das ganze Thema Bestimmung der digitalen Vision, Strategie, kommen wir gleich noch im Detail zu. Strategy is all about direction, also es geht tatsächlich um die Richtung. Und wenn wir das in dem Kontext jetzt der Corona-Wirren sehen, geht es ja auch um die Frage, was können wir eigentlich mit den neuen Budgets, mit den neuen Rahmenbedingungen, mit den veränderten eigentlich am effektivsten tatsächlich tun. Ja, danach dann effizient, aber erstmal effektiv. Was sind eigentlich die richtigen Dinge, die wir jetzt angehen sollten mit einem kleineren Budget, vielleicht mit ganz neuen Marktbedingungen? Ja? Denn wenn ich nicht weiß, wo ich hinlaufen muss, ja, dann schwitze ich zwar sehr viel und tue vielleicht sehr viel, aber ich laufe die ganze Zeit im Kreis und es passiert eigentlich im Ende nichts. Ja? Deswegen ist erstmal eine klare Richtung sehr, sehr wichtig. Um das dann zu konkretisieren, dass es nicht nur eine luftige Strategie bleibt, sondern man sich im Klaren wird, wo man tatsächlich Wert schafft mit der Digitalisierung, konkretisieren wir das dann anhand von 6 Werthebeln, die wir uns auch gleich noch im Detail anschauen. Und die unterschieden werden nach, wie schnell wirken sie und wie groß ist das Risiko, was da drin steckt. Ja. Um das alles zu erreichen, ist kein Geheimnis mehr und gibt es ja heute auch spannende Paralleltracks und heute Nachmittag auch noch sehr, sehr spannende Vorträge zum Thema, ja, wie baue ich eigentlich meine Organisation um? Wie schaffe ich eigentlich den Mindset und Kulturwandel im Unternehmen? Kommen wir auch gleich noch zu. Und all das muss ich natürlich dann noch ergänzen um entsprechende digitale Fähigkeiten. Wenn ich weiß, wo will ich hin, wie kann ich konkret Wert schaffen und verstanden habe, wie ich meine Organisation grundsätzlich umbaue, dann ist auch die Frage, was für einzelne konkrete Fähigkeiten muss ich dann jetzt da anbauen? Beispielsweise Cybersecurity oder IoT oder Ähnliches. Ja, kommen wir auch noch zu. Und last but not least, ganz, ganz wichtiger Punkt. Heutzutage weiß jeder, man kann nicht alles selber machen. Wir haben schon verstanden, in der VUCA-Welt entwickeln sich die Technologien sehr, sehr schnell. Und ich muss mir ständig überlegen, welche Dinge passen jetzt gut zu meinem Unternehmen, sowohl für die Wertschöpfung als auch fürs Wertangebot. Und da macht es natürlich sehr viel Sinn, in digitalen Ökosystemen heutzutage zu denken. Und ja, einige der erfolgreichsten Unternehmen setzen eben sehr, sehr stark auf digitale Ökosysteme. Und es geht quasi um das Zusammenspiel komplementärer Partner herum, um für den Kunden einen besonderen Mehrwert zu schaffen. Schauen wir uns auch gleich noch an. Jetzt gehen wir mal einfach mal durch jede Ebene im Einzelnen durch. Was mir sehr am Herzen liegt, ist eben als Gegenpol zu diesem ja, Digitaltheater, was man häufig sieht, was sehr aktionistisch, PR-getrieben und kurzfristig ist, dass dieses Modell das ganze Thema sehr systematisch von innen entwickelt, also von der Vision ausgehend nach außen, ja, durch die einzelnen Kreise, dass man das ganze Thema analytisch fundiert und wohl wissend, dass man in der VUCA-Welt ist und nicht alles heute linear voraussagen kann, gibt es aber doch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Da stellen wir auch gleich noch ein paar Tools vor, wie man trotzdem eben sehr, sehr strukturiert und systematisch dabei vorgehen kann. Und wichtig ist eben, dass man gerade in Phasen wie diese aktuellen eben analytisch fundiert und einfach mal das Ganze nochmal neu reviewt und sich anschaut, was hat sich denn verändert. Also man muss eigentlich heutzutage regelmäßig diese Dinge anschauen und macht eben keine Strategiepapiere mehr für 3 Jahre, sondern muss eigentlich immer den Radar anhaben und schauen, was sich tut. Springen wir mal in die digitale Vision, Strategie.
Was sind da die relevanten Aspekte, die man sich anschauen sollte? Der Rahmen, wie gesagt, ist die VUCA-Welt. Da ist immer die größte, erste Frage mal, was sind denn eigentlich die übergreifenden Digitaltrends, die uns als Unternehmen beschäftigen? Ja? Beispielsweise im Maschinenanlagenbau, um dieses Beispiel nochmal aufzugreifen, ist es dieses ganze Thema Internet der Dinge, Industrie 4.0, ganz, ganz groß. Ja? Dann hat man das Thema Virtual Reality, dann hat man Blockchain und. Ja? Da gibt es eine ganz, ganz große Reihe. Wenn man da mal sich drüber nachdenkt, stellt man plötzlich fest, hoppala, das ist ja eine ganze Menge. Und da muss man es nochmal runterbrechen, was heißt das konkret? Branchenspezifische Digitaltrends. Also Maschinenanlagenbau konkretisiert sich das zum Beispiel im digitalen Zwilling, Predictive Maintenance und, ne? Solche Dinge. Und dann lohnt es sich immer, und das ist etwas, was erstaunlicherweise recht wenig passiert, mal anzuschauen, was tut sich denn eigentlich in der Branche. Und ich sage nicht Wettbewerb, sondern ich sage bewusst als erstes Branche, weil Wettbewerb sind natürlich typischerweise die klassischen Wettbewerber, die man kennt, und ja, die sind ja meistens auch nicht ganz so fortschrittlich in traditionellen Industrien, aber sehr interessant ist es, sich anzuschauen, wo fließt denn eigentlich das Venture Capital hin? Ja, also die Summen, die da reinfließen und teilweise in sehr, sehr schneller Geschwindigkeit ganze Branchen verändern, sind ja enorm und wachsen seit Jahren. Ich habe jedes Jahr aktualisiere ich dieses Chart für meine Vorlesung, und jedes Jahr steigt dieses Chart, wie viel das Venture Capital weltweit geflossen ist, weiter an, auch wenn es sicherlich nicht alles immer gut angelegt ist, ist ein anderes Thema. Ja. Aber sich da wirklich anzuschauen, wer sind eigentlich die Startups, wer sind die digitalen Plattformen, die in der Branche relevant wären, wie verschiebt sich da auch tektonisch das ganze strategische Umfeld, also schieben sich in Zukunft Plattformen zwischen mich und meine Kunden, oder wie es beim Maschinenbau ist, versuchen vielleicht die Zulieferer sogar mit digitalen Lösungen, also für Predictive Maintenance, für ihre einzelnen Komponenten, dann direkt an den Kunden ranzutreten und sagen, lieber Kunde, guck mal, du kannst irgendwie diese Komponente X, die in der Maschine steckt, kannst du über uns direkt warten lassen. Ne? Also ganz, ganz wichtige Themen, und in der Regel ist es so, wenn man mit Kunden, wenn man mit Unternehmen im Mittelstand spricht, dann sagen die, naja Mensch, eigentlich stehen wir super da und sind eigentlich schon mal 2 Jahre vor der gesamten Branche und dem Wettbewerb, also wir sind digital gut aufgestellt. Wenn man mal diese Analyse wirklich macht und sich da mal, meistens reichen da 1-2 Wochen Zeit nimmt, um das mal in Ruhe anzuschauen, auch mit ein paar Kunden spricht, stellt man plötzlich fest, hoppala, oh, wir sind eigentlich 5 Jahre hinter Markt. Das ist eine Sache, die ich immer wieder erlebe, und ja, es lohnt sich einfach da ein bisschen Zeit zu investieren und ein bisschen Sorgfalt. Und gerade da ist es ja, was ich vorhin schon sagte, wenn man sich die Branche anschaut, den Wettbewerb, momentan in der Corona-Zeit ganz, ganz spannend, wem geht denn gerade das Geld aus? Vielleicht Unternehmen, die eigentlich super dastehen, aber durch Corona einen besonderen Schlag bekommen haben. Haben sie vielleicht spannende Teams, spannende Fähigkeiten, spannende Technologien? Gibt es da Startups und? Also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das Gleiche gilt für die Kundenseite. Klassischerweise, wenn man es strategisch angeht, das Thema, segmentiert man die erstmal. Ne? Schaut sich an, was gibt es für einzelne Segmente, was haben die für Schmerzpunkte, oder wie es heutzutage auch im Fachsprech so schön heißt, so Pain Points. Ne? Wie sieht deren Customer Journey aus? Also tatsächlich, wie bewegen und interagieren die? Wie bewegen sich sozusagen, wenn die Produkte und neue Leistungen suchen? Wie interagieren die dann mit dem Unternehmen? Was sind deren Bedürfnisse an jedem dieser Touchpoints? Und auch da verschiebt sich unglaublich viel. Also wenn ich mir Maschinenanlagenbau anschaue, da gab es beispielsweise vor Corona noch riesige Vorbehalte von den Unternehmen, die Maschinen eingesetzt haben, bezüglich Fernzugriffen, ne, und der Datenweitergabe an die Maschinenbauer. Das Bild hat sich innerhalb von wenigen Monaten um 180 Grad gedreht, und plötzlich bitten alle darum und sagen, lieber Maschinenbauer, nimm dir die Daten, Hauptsache das Ding läuft, und schau, dass du das remote am Laufen hältst. Unglaublich viele Chancen, die sich daraus ergeben. Anderes Beispiel ist, dass die Kunden heutzutage ja auch von all diesen Dingen getroffen sind, die wir da vorne genannt haben, also geringere Investitionsbudgets, ne, durch weniger Umsätze, höhere Kosten und Ähnliches, und mit einem Schlag solche neuen Geschäftsmodelle wie Product as a Service, also wo ich nicht mehr die Maschine verkaufe, sondern nur noch die Leistung. Ja? Also wenn ich Verpackungsmaschinenhersteller bin, dann rechne ich ab nach verpackten Einheiten und verkaufe nicht die Maschine. Oder das Beispiel Käser, das kennt der eine oder andere von Ihnen, ja? Kompressorhersteller, der eben nicht mehr seine Kompressoren dem Kunden verkauft, sondern nur noch die Kubikmeter Luft, die diese generieren, und es dann variabel abrechnet. Ja, solche Modelle sind natürlich jetzt sehr, sehr stark gefragt, und wenn man da ein Ohr am Wettbewerb hat und eben eine klare Digitalstrategie in diese Richtung, dann kann man da jetzt sehr, sehr schnell auch Marktanteile gewinnen. Ja. Und last but not least sind das alles ja erstmal nur Analysen, die
die zwar interessant sind, aber die muss man immer im Kontext sehen der Stärken des Unternehmens, ne, und der besonderen Assets, wie man so schön sagt, also dessen, was das Unternehmen wirklich ausmacht. Weil jetzt irgendwie den Maschinenbauer zum Suchmaschinenanbieter zu machen und zu sagen, wow, das ist eine tolle Branche und da müssen wir hin, da gibt es in Zukunft viel Geld zu verdienen, macht ja keinen Sinn, sondern wichtig ist immer direkt an den Stärken des Unternehmens anzusetzen, zu überlegen, was habe ich denn für einen für einen unfairen Wettbewerbsvorteil als klassisches Unternehmen, was die digitalen Unternehmen nicht haben und auch vielleicht was meine klassischen Wettbewerber nicht haben. Da überlegt man sich, okay, wie passt das alles in unsere Governance und muss natürlich auch mal die ganzen Stakeholder mitnehmen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. All das mündet nachher eigentlich in eine SWOT-Analyse, die ein sehr klares Bild gibt. Also, was sind die Stärken, die Schwächen, die Chancen, die Risiken? Ich kann mir eine klare digitale Vision ableiten und neben der Strategie insbesondere in Szenarien zu denken. Ich denke, dieses Thema wird dem einen oder anderen von Ihnen auch schon bekannt sein. Szenarien heißt ja, nicht nur von der linearen Entwicklung und von der wahrscheinlichsten Entwicklung auszugehen, sondern sich zu überlegen, was sind denn die Parameter, die für uns kritisch sein können. Und das konnte, wenn man vielleicht vor 2 Jahren ein Szenario gedacht hat, naja, was passiert denn, wenn es eine weltweite Pandemie gibt? Ja, dann wäre das ein Szenario gewesen, was sicherlich eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber ähnlich wie beim Atomkraftunfall, geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber sehr hohe Auswirkungen dann hat. Ja. Und wenn man dieses Szenario vorher auf dem Schirm hatte, konnte man da eben vorhersehen. Diese Dinge, die man dann tun muss und sich entsprechend absichern. Ne? Und dieses Thema Szenarioanalyse ist insbesondere auch im Technologieumfeld extrem wichtig, weil wir wissen, Technologien wachsen exponentiell. Es gibt dieses Thema Disruption, also Dinge, die von ganz unten kommen und die man eigentlich gar nicht erst auf dem Schirm hat und die nur erstmal minderwertig aus Hinsicht klassischer Leistungskriterien sind und vielleicht nur für ganz kleine Marktsegmente, die plötzlich für das gesamte Marktsegment interessant werden, also Digitalfotografie und Ähnliches. Ja, die sind ja alle mal sehr klein und belächelt gestartet. Und eben da macht es eben auch sehr viel Sinn, in Szenarien zu denken und zu sagen, was nutzen uns eigentlich all diese Analysen, die wir da gemacht haben, um herauszufinden, was die kritischen Punkte sind und sich dann entsprechend aufzustellen, ja, und ja, eine entsprechende Roadmap abzuleiten. Kommen wir mal zum Thema der Werthebel. Hatte ja schon angekündigt, dass man das Ganze, was man vorher in der Strategie erarbeitet hat, da konkretisiert. Da gibt es 6 Stück, die sich nach ihrem Risiko und nach der zeitlichen Wirksamkeit sortieren lassen. Das, wo typischerweise am wenigsten Risiko in der Digitalisierung drinsteckt und was am schnellsten geht, sind Dinge für die Effizienzsteigerung. Ich kann Prozesse beschleunigen, ich kann Ressourcen sparen, Ähnliches. Dann gleich danach kommt das Thema Marketing- und Vertriebsdigitalisierung. Neue Kanäle erschließen, ja, neue Zielgruppen online erschließen, einfach ja, meine ganzen Vertriebskanäle auch deutlich effizienter machen, weil ich vielleicht irgendwie zwei Stufen umgehe. Dann kann ich bessere Entscheidungen treffen, das ganze Thema Big Data, künstliche Intelligenz, wobei man sagen muss, da ist die Einschätzung oder die Einordnung bezüglich zeitlicher Wirksamkeit und Risiko bewusst in der Mitte, weil gibt es einige Dinge, die wirken sehr, sehr schnell. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich online verkaufe, kann ich innerhalb von 6 Monaten enorme Steigerung meiner Marge schaffen mit künstlicher Intelligenz. Ja? Wenn ich da eine gute Datenbasis habe und da das Pricing über Machine Learning optimiere. Es gibt andere Dinge wie Predictive Maintenance, wenn ich ganz alte Maschinen nutze und noch gar nicht die Datenmodelle kenne und die Komponenten auch noch nicht einzeln von den Anbietern mit Predictive Maintenance versehen sind, dann dauert es ewig, bis ich da mal irgendwie die Daten gesammelt habe, genug Daten habe, um Muster zu erkennen und. Also es kann in beide Richtungen gehen. Ja? Deswegen ist es auch in der Mitte angesiedelt. Dann gibt es das Thema Customer Experience, also wie kann ich mein Kernprodukt, in der Regel ja was Physisches, wie kann ich das verbessern, indem ich da digitale Zusatznutzen dran baue. Also bei meinem Kunden Fiesmann zum Beispiel das Thema, ja, ich habe irgendwie eine Heizung, die steht im Keller, erstmal jetzt irgendwie ziemlich unsexy, aber eigentlich will der Kunde Wärme und er will die Wärme eigentlich möglichst effizient. Das heißt, dann gebe ich ihm eine App an die Hand umsonst, mit der er die Heizung einstellen kann. Ja, wenn er nicht da ist, kann er die runterfahren und viele, viele Spielereien mehr. Hilft mir erstmal nicht unbedingt, da zusätzliches Geld zu bekommen dadurch, zusätzliche Erlöse zu generieren. Aber die Kunden finden meine Heizung irgendwie besser, weil sie einen Zusatznutzen haben und eine bessere Customer Experience. Wenn ich das Ganze dann noch monetarisiere, dann gibt es tatsächlich neue Produkte und Services. Also wenn ich die App dann verkaufe, wie es ja auch teilweise jetzt schon passiert. Oder wenn ich ein Predictive Maintenance Modul als Maschinenbauer anbiete. Und wenn ich dann sozusagen noch meine Wertschöpfung verändere oder tatsächlich
das gesamte Erlösmodell darum verändere, dann komme ich zu neuen Geschäftsmodellen. Also das ist die Königsdisziplin der Digitalisierung, aus gutem Grund, weil es eben zeitlich in der Regel viele, viele Jahre dauert. Also wenn ich mir anschaue, IoT-Geschäftsmodelle, Internet der Dinge, wenn da einer irgendwie vor 5 Jahren Geld verdient, dann ist das schon toll. Also bei den ganzen großen bekannten Cases ist das nicht so oder ist eher die Ausnahme. Und das Risiko ist in der Regel auch sehr hoch. Das heißt, ich muss ein großes Portfolio aufbauen an Ideen, weil ich nicht genau sagen kann, die eine Sache wird fliegen. Und ja, wenn man Venture Capital kennt, also Risikokapitalgeber, da weiß man, okay, die schauen sich 3000 Ideen an und über verschiedene Phasen wird dann nach ein paar Jahren irgendwann einer von denen richtig erfolgreich. Ja? Aber von diesen 3000 investieren sie in 10, davon geht einer nachher irgendwann durch die Decke. Und ähnlich muss man als Unternehmen, wenn man sein Innovationsportfolio sich anschaut, auch anschauen und wissen einfach, da steckt so viel Risiko drin, da kann ich nicht auf 2 Projekte nur setzen, die nachher ganz toll sind. Ja? Schauen wir uns mal zwei Beispiele an, auch von dem aktuellen Hintergrund, Effizienzsteigerung. Ein Thema, was insbesondere im Mittelstand da erstaunlich wenig bekannt ist, das Thema RPA, also Robotic Process Automation. Bin ich nachher gespannt auf die Diskussion, ob es jemand von Ihnen dann kennt. Selbst wenn man mit Fachjournalisten spricht über Robotic Process Automation, sagen alle, oh ja, Roboter. Nein, es geht eben nicht um Roboter, es geht eben um Algorithmen, die im administrativen Bereich tätig sind. Und ich zeige Ihnen einfach mal ein Beispiel. Ja, der Kunde möchte seine Kontoverbindung ändern, die beim Unternehmen hinterlegt ist. Dann muss irgendjemand das Anliegen entgegennehmen. Manchmal macht das jemand am Telefon oder per E-Mail oder per Online-Formular. Dann muss das irgendjemand validieren, sagen, naja, okay, das ist, die Kontoverbindung stimmt. Da muss man gucken, Mensch, wo finde ich den eigentlich in den ganzen Unternehmenssystemen und Datenbanken? Muss das da aktualisieren? Muss dem Kunden eine Bestätigung senden, sagen, okay, passt. Ja. Kann man manuell machen, kann man eben aber auch mit RPA machen. Man kann einen Algorithmus trainieren, dass er erkennt, okay, das ist folgender Geschäftsvorfall, da möchte jemand seine Kontoverbindung ändern. Und dann öffnet der Algorithmus automatisch diese Programme, die sonst jemand, der vor dem Rechner gesessen hätte, ein Sachbearbeiter, eben öffnet und führt all diese Dinge durch. Ja? Das ganze Ding ist sehr flexibel, man kann diesen Algorithmen trainieren, wie man will, sehr, sehr effizient und schnell. Und um Ihnen da ein Beispiel zu geben, also großer Telekommunikationsunternehmen in Amerika hat nur seine Customer Service Center damit ausgestattet und nur bestimmte Geschäftsvorfälle da automatisiert und hat damit 18 Millionen im Jahr gespart. Klar kann man das nicht in den Mittelstand direkt so runterrechnen, aber es ist enorm wirksam. Es geht innerhalb von wenigen Monaten, dass sich die ganze Sache amortisiert. Und es ist irgendwie kaum bekannt, erstaunlicherweise. Ja, das ist einfach ein Beispiel aus diesem Bereich Effizienzsteigerung von vielen, was man eben angehen sollte, aus unserer Sicht. Und wenn man sich das mal anschaut, wie macht man sowas systematisch? Wir haben gesagt, Digitaltheater wollen wir nicht, sondern wir wollen es eben analytisch fundiert und systematisch machen. Dann haben wir uns eben über die Zeit einen Katalog an Digitalisierungsmaßnahmen für jeden Schritt in der Wertschöpfungskette erarbeitet und wichtig ist halt zu wissen für jeden dieser Schritte, wie lange dauert es, dass es sich amortisiert und wie lange dauert es, bis ich es umsetze. Und dann, was bringt es typischerweise an EBIT-Maßnahmen, ja, oder an EBIT-Effekten, diese Maßnahme. Und ja, wenn ich diese Klarheit habe und einmal durch die Wertschöpfungskette durchgehe, dann kann ich sehr, sehr schnell sehr hohe Effizienzen heben, aber man muss es eben systematisch machen und nicht aktionistisch. Ganz kurz das Thema Marketing-Vertrieb mit Blick auf die Zeit, sehr, sehr schnell. Da ist es eben auch häufig so, dass man da online irgendwie was verkauft. Wichtig ist ja auch, das hier systematisch zu betreiben und einmal sauber die Werttreiber zu verstehen. Und wir haben das eben noch mit einem Benchmarking versehen. Das heißt, wir können eigentlich für jede Branche oder jede Produktkategorie, wie es ja im E-Commerce heißt, jede Category, relativ klar sagen, ist die EBIT-Marge jetzt eher unter- oder überdurchschnittlich? Kann man sich dann langhangeln anhand der einzelnen Werttreiber, also Umsatz, direkte Kosten, bis runter dann zu den operativen KPIs wie Cost per Order oder Bounce Rate, wie viele Leute springen denn ab von der Webseite, ne? Bounce Rate, wenn sie auf die Webseite kommen. Und das einmal systematisch durchzudeklinieren und sich anzuschauen, wie gut stehe ich da mit der Benchmark da und wo ist es eben rot oder gelb oder grün. Also nach der Ampellogik, ne? wo bin ich schlecht und wo habe ich die großen Optimierungshebel, hilft einem eben auch hier sehr systematisch das Ganze anzugehen und schnell auch Effekte zu erzielen. Das Thema Organisation, Kultur, Führung hatte ich vorhin schon angerissen. Ja, eins der dicksten Bretter, was zu bohren ist immer in solchen Vorhaben. Ich sage das immer sehr gern, weil es häufig unterschätzt wird. Aber im Kern geht es um drei Dinge, nämlich
erstens die digitale DNA. Das habe ich mal vor ein paar Jahren für ein großes Telekommunikationsunternehmen, habe ich da mal mich lange mit beschäftigt, und wir kamen immer auf die Formel, die sehr einfach klingt, aber die, wenn man es mal wirklich in der Tiefe betrachtet, gar nicht so einfach umzusetzen ist und sehr, sehr viel Implikationen hat, sehr, sehr tiefe, dass das Unternehmen eben kundenzentriert wird, agil und datengetrieben. Wie gesagt, drei Buzzwords, die man schnell abtun kann, und wenn man sich wirklich mal mit beschäftigt, was das heißt, die unglaublich viel bedeuten. Und wenn ich da hinkommen will, brauche ich einerseits eine Digital Governance, also ich brauche eine Organisation, die dafür sorgt, dass es nicht nur ein PowerPoint bleibt, mit der ich Digitalisierung irgendwo mal beschrieben habe, sondern dass tatsächlich was umgesetzt wird. Und ich brauche ein richtiges Change Management, weil ich muss ja die Leute mitnehmen in den Prozess. Ich kann nicht einfach nur sagen, hey, Digitalisierung ist wichtig und wir werden jetzt konzentriert, agil, datengetrieben, sondern ich muss überlegen, wie bringe ich dieses Know-how rein, wie schaffe ich die Akzeptanz in der Organisation. Und ja, wenn ich das alles schaffe, dann will ich deutlich schneller, eine Anpassungsgeschwindigkeit, und deutlich innovativer. Da gibt es das schöne Schlagwort der organisationalen Ambidextrie, aber mit Blick auf die Zeit würde ich Ihnen das nur als Tipp geben, als Lektüre-Tipp, sehr, sehr spannend. Gucken wir noch kurz zu den Fähigkeiten, das geht sehr, sehr fix, sind vier Kategorien: Innovationsfähigkeit, also Techniken wie Lean Startup, Rapid Prototyping, Design Thinking, also sehr viel methodische Dinge, wie man heutzutage schnell und effizient zu Innovationen und für die Kunden relevanten Lösungen kommt. Das ganze Thema Datenperformance, also alles rund um Big Data, KI und solche Dinge. Dann Kerntechnologien, die ja nach Branche sehr unterschiedlich sind, also vielleicht IoT oder Ähnliches, und Cyber Security. Wichtig einfach, sich für jedes dieser Themen zu überlegen, aus den ersten drei Ebenen abgeleitet, was ist wichtig für uns und wen kann ich heilen, wen kann ich kaufen, oder wo sollte ich Partnerschaften eingehen? Und bei Partnerschaften heutzutage natürlich auch sehr wichtig, im Rahmen von dieser ganzen Post-Corona-Welt, sich die Partner sehr genau anzuschauen und eine kurze Due Diligence zu machen, zu schauen, wackelt der nicht, oder wenn der mir wegbricht, fehlt mir dann was ganz Entscheidendes in meiner eigenen Wertschöpfung. Das Thema Ökosysteme geht es also, hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, um kundenzentrierte Netzwerke, über die Produkte und Services von verschiedenen Akteuren gebündelt angeboten werden. Und ja, da gibt es in diesem Netzwerk sehr, sehr viele potenzielle Partner und auch sehr viele potenzielle Rollen. Also ich muss nicht immer selber die Plattform bauen und den App Store, wie es beispielsweise Apple macht, ne? oder General Electric, sondern ich kann halt auch sehr viele andere attraktive Rollen annehmen. Und ja, in diesem Ökosystem natürlich sehr, sehr spannend, sich anzuschauen, was gibt es da heute für Ökosysteme, wo wackelt vielleicht irgendwo ein Partner in diesem Ökosystem, also wo kann man eine spannende Rolle übernehmen, oder gibt es durch die neuen Kundenbedürfnisse, durch Corona vielleicht die Chance für neue Ökosysteme? Und Thema für sich, wie gesagt, schreiben wir auch gerade eine Veröffentlichung mit der Plattform Industrie 4.0, kann ich Ihnen sehr empfehlen, die sich da zu registrieren, und extrem wichtig auch für die Zukunft. Ne? Um es mal zusammenzufassen und dann gleich zu Ihren Fragen zu kommen, Corona bedeutet irgendwie, es wird vieles digitaler, aber sicherlich kein Durchbruch, aber immerhin einige Dinge, wie wir gesehen haben, werden digitaler, was gut ist. Grundsätzlich werden die Budgets knapper und enger. Das heißt irgendwie, dass sozusagen die großen digitalen Sprünge in vielen Bereichen momentan nicht möglich sind. Aber muss ich eben jetzt ausrichten, entsprechend der neuen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, und das systematisch angehen, eben um Digitaltheater zu vermeiden und wirklich auf Wirksamkeit, Payback und konsequente Wertorientierung zu fokussieren. Und ja, wie Sie gesehen haben, ich hoffe, es kam rüber, gibt es viele spannende Chancen, die man jetzt eigentlich nur nutzen muss. Und ja, ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und hoffe, Sie haben welche. Ich schaue gleich mal rüber. Ja, Herr Rudig, vielen Dank soweit. Es gab tatsächlich aus dem Teilnehmerkreis drei Fragen, wobei zwei von mir sind. Insofern gehe ich erstmal auf die erste ein. Ich habe die jetzt veröffentlicht. Sehen Sie die? Aber wenn Sie die kurz vorlesen würden, wäre es besser. Okay, gut, dann machen wir das so. Normalerweise. Okay. Wo genau sehen Sie den Zusammenhang zwischen Börsenwert, Zukunftsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit? Und wie beurteilen Sie in Ihrem Vergleich die Marktdynamiken im Kontext zu realen Werten? Fragt Herr Jaschik. Okay, sehr gute und eine große Frage. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Börsen auch die Übertreibung neigen. Ne? Ich glaube, wenn ich die Frage auseinandernehme, also was ist realer Wert und was sozusagen ist Börsenwert? Im Kern geht es ja bei einer Börse immer um die Abgrenzung von zukünftigen Werten und die Einschätzung,
wo steckt jetzt Wert? Und ich glaube, wir wissen alle, wie die Börsen übertreiben und wie sie auch untertreiben und wie sie auch wegsteuern. Aber sagen wir mal, was ich mit diesem Chart immer zeigen wollte, ist, okay, die Einschätzung der Börsen ist jetzt seit sehr vielen Jahren, also schon seit über 4 Jahren, wenn man jetzt nur diesen einen Chart anschaut, sehr, sehr klar, wo die zukünftigen Werte liegen. Und auch wenn ich mir die Margen anschaue, die in den einzelnen Branchen erzielt werden. Also wenn ich mir jetzt die großen Facebooks, Googles und Ähnliches dieser Welt angucke, also insbesondere die Plattformunternehmen, und wie stabil die Margen tatsächlich sind und wie hoch diese Margen sind, wenn ich das mit einem klassischen Mittelständler vergleiche oder auch mit einem großen Industrieunternehmen, dann gibt es ja schon sehr, sehr deutliche Unterschiede. Wir wissen das natürlich auch, und vielleicht zählt die Frage darauf schon ab, dass es natürlich sehr, sehr viel heiße Blasen auch einfach in diesem Feld gibt. Also schauen wir uns WeWork, schauen wir uns Uber und Ähnliches an. Ich sehe jede Woche ganz viele Startup-Pitches und muss die bewerten und sehe auch größere Startups, die dann teilweise sich toll nach außen darstellen, weil so nicht viel ist. Also ich glaube, da muss man immer unterscheiden. Aber ich glaube, die generelle Sichtweise von der Börse und ja, die teile ich absolut, ist, dass installierbaren digitalen Geschäftsmodellen deutlich höhere und stabilere Margen zu erzielen sind als in Zukunft mit Industrie. Und Industrie wird immer stärker kommoditisiert, weil physisch kann ich Dinge nicht weiter optimieren. Physisch wird immer stärker durch Länder wie in China besetzt, die Maschinen immer besser auch herstellen können. Ja. Also können wir super und die Chinesen immer jedes Jahr ein bisschen besser und unser super, diesen Vorsprung können wir halt nicht auf Dauer so weiter aufbauen, dass man an den Margen und an den Marktanteilen auch in der Welt sieht über die letzten Jahre. Und ja, da sind natürlich skalierbare Modelle, die auf eben diese Dinge, die jetzt für die Kunden neu wichtig sind, die Digitalisierung und die eigentlich die großen Effizienzsprünge auch im B2B für die Kunden bedeuten, aus meiner Sicht tatsächlich das, wo neben dem Börsenwert auch tatsächlich in Zukunft die realen Werte tatsächlich sehr stark drinstecken. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Das war ja eine sehr große, weite Frage, kann man alles umgehen. Aber die Frau Nöker hat noch eine Frage, und zwar, wo sehen Sie das betriebliche Gesundheitsmanagement im digitalen Theater? Hat es noch eine Chance? Betriebliches Gesundheitsmanagement, wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es viele, viele Digitalisierungsanknüpfungspunkte. Also man kann auch da effiziente Prozesse effizienter machen und sicherlich verschiebt sich durch den Trend zum Homeoffice auch einiges. Aber ob es in Zukunft, dass es in Zukunft keine Chance mehr haben sollte, das sehe ich tatsächlich nicht. Also warum? Ja. Also Mitarbeiter sind weiterhin die wichtigste Ressource und gerade wenn man sich jetzt die Digitalisierung anschaut, das sind ja alles Walking Assets, die man da hat. Ne? Also im Endeffekt einerseits sind Daten relevant und andererseits die Leute, die damit was anfangen können und das Know-how, was in den Köpfen sitzt, wird auch in der Digitalisierung immer wichtiger. Und von daher ist das natürlich das Gesundheitsmanagement mit Fokus auf die Mitarbeiter weiterhin extrem wichtig. Ja. Eine letzte Frage, weil wir sind schon kurz über der Zeit und ich habe Ansage, dass wir da sehr streng sein müssen heute, damit die Leute auch noch Pausen haben und wechseln können. Aber ich höre natürlich immer so ein bisschen mit dem Ohr, wie mittelstandstauglich ist so ein Konzept. Das hört sich ja schon sehr aufwendig an, den Prozess, den Sie da vorschlagen, obwohl er mir auch sehr einleuchtet. Wie lange dauert es denn erfahrungsgemäß im Mittelstand, so ein Digitalisierungsprogramm, wie Sie es beschrieben haben, aufzustellen? Kann ich Sie beruhigen und sagen, wir machen das ja seit Jahren nur im Mittelstand. Und tatsächlich, um mal diese Analyse und die Konzeption zu den großen Werthebeln zu haben, ja, schafft man eigentlich in der Regel innerhalb von 4 Wochen. Da ein gutes Bild zu bekommen, hängt auch ein bisschen ab, wie viel ist jetzt auf Kundenseite schon jetzt an Informationen und Daten verfügbar und wie schnell kann man mit den Leuten, mit den Relevanten sprechen. Aber ich sage mal, innerhalb von 4 bis 6 Wochen hat man ein sehr, sehr klares Bild. Ne? Was sind die Chancen, Stärken, Risiken und Schwächen? Und kann auch auf dieser Basis innerhalb dieser 6 Wochen sehr, sehr klar eine Roadmap erarbeiten und auch die ersten konkreten Maßnahmen, Pakete auf den Weg bringen. Ja, also von daher ist es sehr, sehr mittelstandstauglich. Okay, wunderbar. Dann muss ich trotz weiterer Fragen Sie jetzt verabschieden. Herr Rodig, vielen Dank für Ihren Beitrag. Genau. Und ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Vielleicht haben Sie auch Zeit, sich bei dem einen oder anderen Slot noch einzuwählen. Absolut. Danke für Ihre Zeit. Danke. Tschüss. Und vielen Dank an alle Teilnehmenden fürs Zuhören.